Es ist nicht so toll. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay-Part vom Jo, lustige Dinge Simulator. Goat Simulator, man sieht's. So könnte auch ein Geist-Simulator sein. Aber nö, wir sind hier Jo, fertig mit dem DLC. Wir sind fertig mit dem Hauptspiel. Hätten noch ein paar Sachen zu holen und so weiter. Aber ja, gestern im Livestream haben wir fertig gespielt. Das schon noch sehr lange gegangen wäre und es war einfach nicht so viel Lustiges noch passiert, wenn das Spiel nicht so verbuggt wäre. Und jetzt möchte ich gerne ein Feedback mal geben, weil das nächste DLC wird wahrscheinlich noch 3-4 Monate oder noch länger auf sich warten. Und ja, es ist manchmal ja ein bisschen schwer zu sagen, ob das Spiel jetzt lustig ist, ob es irgendwie schwer ist oder leicht ist, ob es verbuggt ist oder nicht verbuggt ist und so weiter. Also es ist ziemlich schwer zu sagen, was ist das Spiel überhaupt? Ist es ein Spiel, was man ernst nehmen soll? Ist es ein Spiel, was man völlig nicht ernst nehmen kann? Oder ist es einfach nur Blödsinn? Ich glaube, das ist es auch. Aber es ist wie zum Beispiel einem Spiel, das man nicht ernst nehmen kann. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, GTA Online. Oder da ist ja auch immer die Kritik, oh, irgendwelche Anspielungen auf Sexismus oder auf Gewalt oder auf irgendwelche Regeln in den USA zum Beispiel und so. Oder zum Beispiel, ja, genau, eine Jägers, so eine Ringfalle, hä? Okay. Und so weiter. Also es ist meistens halt wirklich, man kann nicht sagen, das ist das Spiel, das ist es nicht und so weiter. Und deshalb lässt mich das auch ein bisschen kalt, wie es ist. Es ist cool, es macht Spaß und ich habe einfach die Freude. Ich wollte eigentlich ja kurz mal fliegen, aber wenn das wieder nicht geht. Okay, jetzt. Okay, sehr gut. Ja, es hat einfach Hot Dogs in der Luft. Aber das ist natürlich auch easy cool. Hey, hier ist ein Anhalter. Nein. Okay, alles ist schlecht, okay? Ja, gut. Dann gehst du halt hier auf den Ballon hoch. Oder wir entführen ihn mal kurz. Ich wollte eigentlich jetzt hier hingehen, hier. Blablabla. Okay, dann halt nicht. Ha. Hallo, kannst du nicht... Aua, kannst du nicht fliegen, Ballon? Bist du so schwach? Aua. Was für ein Dödel? Hey, du bist ein Dödel. Hallo, Dödel. Eine neue Vogelart, der Dödel. Okay, wir wechseln zu dem einen. Ich bin keine Ziege, Scan. Wo ist er? Wo ist die Key? Wo ist die nicht deine Ziege? Ah, genau hier. Also, es ist keine Ziege, es ist nur ein Glied. So. Dankeschön. Bang und bang. Oh, ich hab geknackst. Mir ist irgendwas aus dem Ruder gelaufen. Oh, ein Laser. Was kann ich mit dem Laser machen? Oh, ich kann mich umwandeln. Ich kann die umwandeln, stimmt. Kommst du mit? Jetzt bist du nämlich auch kein Glied. Kein Mitglied, sondern ein anderes Glied. So, und hierhin wollte ich. Hier gibt's TNT. Ja. So. Es ist mir eine Freude, dich mitzunehmen, du neues Glied. Und altes Glied. Kein Glied mehr. So. Boom. Viel Spaß. Crash Bandicoot. Explodiert er jetzt? Ja. Wow. Pang. Oh, pang, pang. Also. Ich finde das Game eher witzig. Ich finde das Game so gut gemacht und wirklich hochqualitativ. Wenn man jetzt Goat Simulator 1 spielt, dann merkt man es, oh, der Entwickler hatte noch nicht genügend Geld, noch nicht viele Arbeit und so. Es hat manchmal Probleme, aber bei Goat Simulator 3 es fühlt sich alles so flüssig und so wohlgesponnen aus, wie ich gerade spinne. Genau, und deshalb jo, ist es natürlich einfach ein geiles Spiel für mich. Und ich muss es weiterhin spielen. Also zeigt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr so gerne noch sehen wollt und so weiter. Gibt es eigentlich einen Skin für das überhaupt? Da müssen noch ein paar Skins einfügen. Ist nur gefärbt. Und könnte ja das mal nicht auch von Z-Fähigkeit. Bei Fähigkeit ist es wahrscheinlich. Ja, es gibt wirklich nur Farben. Machen wir doch so eine Forelle. Gut. Hoppla. Oh, gelb haben wir wieder.
Ne, ich will kurz hoch. Dankeschön. Ah, es geht. Yes, Baby. Jo, die Sonne ist leider auch abgestürzt. Da sind wir schuld. Nein, Leon war schuld, aber ich bin auch schuld gewesen. Ich muss immer Leon dissen. Weil der sagt immer wieder, ja, mach das Spiel, kauf das und so. Ich kann das nicht bezahlen, ich muss es bezahlen. Dann beutet mich ein bisschen aus, der Losbub. Hör, seit wann ist hier? Brutal. Geil. Also, trinken wir mal kurz Kaffee. Ah, wir sind hier wieder. Teleporter, weil wir hier die Quest gemacht haben. Ich kann es nicht hinstellen. So. Toller Kaffee. Und hier hat man dieses Vieh freigespielt. Und das ist einfach unter diesem einen Zeus Olympius Berg hier. Ja, wir sind auf der Seite. Aber hier, wo man hochkommt. Genau. Und es ist einfach eher witzig. Die Entwickler haben so gute Ideen, oder? Dass man einfach nur denkt, hä? Was soll das? Was soll das sein? Wieso ist das so lustig? Wieso ist das so urkomisch? Richtig geil. Und trotzdem gibt es halt doch auch manche Kritik. Ist aber nicht so schlimm in einem Goat-Simulator-Spiel. Das ist sowieso kein ernstzunehmender Simulator. Da könnt ihr völlig kalt machen. Es gibt einfach manchmal so Relikte und Goat-Statuen, die nicht richtig einsammelbar sind. Das könnten die so schnell fixen. Es gibt einfach manche komischen Physik-Engine-Bugs. Die könnte man ja ein bisschen schwerwiegender fixen. Aber trotzdem, so Sachen müssen halt einfach auch manchmal stören, wenn ein Spiel relativ neu, unfertig und so Sachen ist. Es ist besser, wir haben einen unfertigen Goat-Simulator als ein Spiel, wo man einfach eine Story machen muss und dann nicht weiterkommt oder so, weil die Story verbuggt ist oder so. Das ist hier nicht. Wir sind gut durchs Spiel gekommen. Wir hatten jetzt nicht irgendwo mega Probleme. Und wenn ihr irgendwo Probleme habt, dann habt ihr sicher noch eine Lösung, die ihr herausfinden müsst zuerst. Und das ist so gut gemacht, oder? Es ist so unglaublich gut gemacht. Wir haben richtig viele Sammelstücke im DLC. Haben wir nicht nur Statuen, sondern auch eben diese zerbrochenen Relikte. Und die waren relativ schwer versteckt. Die Map ist nicht so groß. Aber die Dinge sind gut versteckt. Zum Beispiel hatte ich einfach mal eine Goat-Statue ganz oben und wir mussten mit einem Tuch oder so mit einem Deckentuch da von den alten Ägyptern oder ja Griechen halt nach oben jumpen. Da hätte ich jetzt niemals geschaut, wenn ich nicht nach oben geschaut hätte, oder? Es ist so gut versteckt. Also so Zwischenplattformen wie zum Beispiel hier, einfach so eine Zwischenplattform, sagen wir mal, ja da drüben. Und dann hat man einfach die Goat, das Relikt oben drüber, dass man es kaum von unten sieht oder von links oder rechts, oder? Es ist so gut gemacht, der Simulator ist so heftig gut. Was sind denn eigentlich die Bewertungen? Kommen wir schauen mal kurz bei Steam, weil OBS ja, Epic Launcher keine Bewertungen zulässt. Ja, wir haben es ja nicht, wir haben nur Goat Simulator 1, Goat Sim 3. Aber schauen wir mal, das DLC zu... Oh nein, okay, das DLC ist sehr positiv. Das ist jetzt mal das Erste. Und hier haben wir einfach noch keine Rezessionen, aber wir schauen mal im Word oder Word, kurz hier unten ist es. Da. Nein, das ist, ja, das ist Downgrade. Ich möchte nur Goat Sim haben. Steam, lass mich doch zu, dass ich Goat Sim finde. Ich drücke irgendwas. Das ist das, ja. So, was haben wir hier? Äußerst positiv. Also, wunderbares Game. Oh, vier Ziegen. Es gibt so viel zu entdecken und man stoßt immer wieder auf neue Missionen. Ja, begrenzt, aber es ist ziemlich groß. Ja, bäh, bäh, bäh. Also, eben, so gut ist es. Liebe Zuschauer, bäh, bäh, bäh ist es. Und ich kann also alles nicht mehr. Der ist schon fast zerquietscht worden. Gutes Gras. Ja, das Gras zu wachsen, das ist toll, aber es dauert ungefähr 8 Stunden, bis es gewachsen ist. Das ist dieses Item hier oben. So. Und es braucht ungefähr 8 Stunden oder sogar 12 Stunden, bis es auf 25 Meter. Da oben rechts hat es Instinkte, das untere davon, das unterste.
25 Meter. Ja, viel Spaß, aber wir halten den PC lang online und so Sachen. Also nicht online, aber wer lässt den PC einfach so lange im Stich und macht dann nichts oder so? Man drückt ja ständig dann immer wieder auf die F-Taste, oder? Automatisch, wenn man irgendwas einsetzen muss. Oder eine neue Kopfbedeckung findet, dann automatisch ausgerüstet wird und so. Ich kann einfach nicht so richtig diese Mission mal, also diese Instinkte. Wie sagt man denen? Sind Instinkte? Ja, sind Instinkte. Die kann man nicht so lösen. Da muss der Entwickler noch ein bisschen alles überarbeiten. Er könnte ja 20 Minuten oder so machen, aber nicht 8 Stunden. Ich weiß es nicht, wer hat das schon mal geschafft und was schaltet man frei? Ich habe als Livestream einfach keine Zeit für 8 Stunden bis 12 Stunden oder so. Keine Zeit. So, ich wollte eigentlich irgendwo reinglitschen, aber ich weiß nicht wo. Hier drüben hat es doch immer diese Dinger. Also was ich eigentlich immer teste, ist, ob man sich irgendwo reinglitschen kann, weil die Engine schon ein bisschen glitchy ist. Vor allem durch den Boden oder einfach zuerst abheben und dann irgendwo reinglitschen. Aber ja, wir sind halt ein Lustmarsch. Also dieses eine Tier hier ist aus einem anderen Game vom Entwickler. Und ich kann Ihnen das jetzt nicht auswendig sagen. Tut mir leid, da müsst ihr halt nachschauen. Und ja, der Capybara ist natürlich die Top-Anspielung für das DLC. Hey, hallo. Oh. Oh. Er sieht immer so süß aus, egal was er macht. Er sieht immer so süß aus. Und vor allem, man kann sich ein paar Skins für den holen. Zum Beispiel eine getigerte, eine Hummel. Ich bin die Hummel. Ich bin eine Hummel. Also kommst du wieder weiter mit, bitte, lieber zu... Nicht zuschauen natürlich. Lieber Ziegenmensch Inge. Aber Dankeschön fürs Zuschauen und ja, viel Spaß noch. Ich werde noch ein paar Videos bringen. Vielleicht mit Leon auch diese einen Missionen machen und so. Ihr könnt gerne auch mitmachen. Gell? Kein Problem. Also wenn die ersten 4 sich gemeldet haben, oder 3 sind es ja, dann dürft ihr gerne. Oh, der Hummel-Simulator, aber nicht den Hummel-Simulator. Nicht den Hummel-Capybara-Simulator. Ich bin jetzt enttäuscht. Also, jo, ich bin eben so frei und lasse die Leute wirklich mitspielen, die wirklich wollen. Ihr könnt auch an anderen Games mal fragen, ob ihr mitspielen dürft, gell? Ich bin halt eben sehr lange am Livestreamen und deshalb habe ich nicht so viel Zeit für YouTube-Videos. Aber ich hoffe ab und zu, also fast jeden Tag, habt ihr Freude an einem Video. Aber für mehr YouTube-Videos fehlen einfach die Aufrufe, also der Algorithmus ist einfach zu schwach für mich, oder? Ich bin nicht werbemachend und tue die Spiele einfach genießen und nicht irgendwie mega vorstellen oder so. Jo, außer ein bisschen mehr loben, wenn es mir wirklich gefällt, aber das ist ja klar, das muss man ja. Wenn ein Spiel einem gefällt, dann... Okay, das ist keine Glocke. Aber wieso warten die hier? Okay, hol das Fleisch. Oder, ja, bekomme das Fleisch von Gotland. Wahrscheinlich von den Ziegen. Diese armen Ziegen. Ah, ich wollte noch kurz ins Scholes Fell. Welches ist der Kind? Vielleicht das hier, die Aubergine? Ich denke, das hier würde ich einem kleinen Knaben geben. So, wir sind jetzt gerade im Blühstier. Es gibt echt ein paar Sachen, die wirklich witzig sind. Zum Beispiel, also neue, sage ich mal. Zum Beispiel die Kuckucksuhr. Husch. Richtig geil und ja. Oh, das sieht so geil aus. Und so. Wirklich viel Comic, viele Games-Anspielungen, viele Film-Anspielungen, Bücher und so. Es ist wirklich toll. Ja. Und man spielt es einfach mega gerne. Also diese, ja sagen wir jetzt 40, 45 Euro mit dem DLC, die lohnt sich mega. So viel Spaß hatte ich für so einen kleinen Preis noch nie. Und super, hier ist glaube ich das mit dem größeren Kopfmann. Ja, hier. Oh, man schießt dort, wo man hinschaut. Aber egal. Wollte eigentlich gerade auszeigen.
Oh, ist das der hier umgefallen? Hallo, geht's dir gut? Ja, scheinbar schon. Okay, ja, die Füße kaputt, aber egal, passierte. Und diese Bratwürstle. Ui. Okay, hinten dran ist nichts. Jo, was können wir denn Lustiges machen? Zeig das mal kurz mal. Hier denn die Portale benutzen. Jo. Sonst einfach mit Multiplayer halt spielen, dann ist es alles viel lustiger. Ja, und währenddessen im Lande der Portale. Schauen wir mal nach einem anderen Item. Oh Gott, das geht hier fast nicht mehr. Also zuerst mal Items. Ja, die Aubergine ist toll. Was haben wir sonst noch? Haben wir irgendwas? So eine Ente. Und dann hier. Hier machen wir mal Schildkrötenpond. Ja, dann haben wir schon mal gezeigt. Kommt die Nachttisch. Nachmittagstätisch. Und das Schuh machen wir doch mal. Die Speedy-Schuhe. So, und das Fell. Ja, Fell haben wir schon. Was können wir noch? Rücken. Okay, Hörner können wir noch. Die Blitz. Genau, die Lyra. So. So geil. So geil. Yes, baby. Da hat er immer nur kurz. Aber ja. Oh. Ey, wieso explodiert das nicht? Doch, es geht. Es geht ein bisschen länger auch. Okay, wo führt das Portal hin? Nur hier rüber, nach vorne. Okay. Nur hier führe. Lernt mal ein bisschen Schweizerdeutsch, sehr einfach. Einfach führe laufen. So, mit dem Sonic. Mit dem Sonic, der Hedgehog. So, wir machen mal. Wir tun jetzt mal den einen Menschen nehmen. Wo ist der andere Mensch? Also es gibt Mensch, Haustier. Ah, der Hotdogger, genau. So, das ist auch ein Mensch. Auf dem Rücken tun wir jetzt mal Gummiwerfer. Okay. Füße machen wir mal Eier. Und dann haben wir als Fell noch für die Veganer Tofu. Ja, und was macht ihr heute noch so? Drago macht mal ein bisschen Eier. Er rollt die Eier ein bisschen herum. Komm, wir schaffen's. Komm, wir schaffen's. Durch das Tor. Deutschland ist Europameister nicht mehr. Können nicht mehr Europameister sein. Aber die Schweiz auch nicht mehr. Juhu. Oh ja. Ich hab die Wurst gebrochen. Okay, das mit den Eiern ist nicht so toll. Weg mit den Eiern. Was sind das? Timberlutstiefel, also Hundeschuhe. So, und dann müssen wir irgendwie. Ja, okay. Ja, E-Taste drücken. So. Wir machen einen Jumpman. Wir machen einen Jumpman. Wie geil. So, mal kurz tauschen. 18 Minuten, okay. Wir können noch 30 Minuten machen. Das ist so geil. Mein Vater hat sogar gelacht. Und ja, es hat so tolle Sachen natürlich. Wir haben doch noch das Item Gummiwerfer. Was ist das genau, was wir werfen? Gummienden, glaube ich, oder so. Ich sehe einfach nichts, weil ich alle Items habe, die schießen. Oh, na, die normale Ziege. Ah, nur also so ein Paintball, okay. Ja, nur Farbe. Also machen wir doch mal. Warte kurz. Es gibt ja noch so, zum Beispiel gibt es noch. Könnten wir? Ja, wir können Menschhaustier kurz mal noch spielen. Ist halt einfach wahrscheinlich einfach eine Ziege mit anderem Skin. Aber sieht einfach am lustigsten irgendwie aus. Eine tolle menschliche Ziege. Was ein Werwolf, weißt du? Richtig, ein Werwolf. Eine Werziege.
So, wir nehmen wieder Doc mit. Bundle Doc. Und ja, es gibt immer wieder so tolle Sachen, wie zum Beispiel hier. Einen Bomb Dispenser. Tschüss! Ne, wir waren noch nicht fertig. Wir wollen noch ein paar Sachen zeigen. Okay. Zum Beispiel das hier. Das kann manchmal passieren. So, jo, dann hätten wir eigentlich nur noch das Zicklein. Das ist einfach kleiner. Das hat auch noch ein paar Skins. Zum Beispiel. Ja, Pelikos hat eigentlich alle Ziegen-Skins, glaube ich. Gefleckt hat es noch. Sandige Haut. Okay, dann müssen wir dann die normale Ziege nehmen. Jo. Okay, es hat nicht alle Skins, aber ein paar Skins hat es auch von der normalen Ziege. Und, jo, dann nehmen wir mal Fell, sandige Haut. Oh, süß. Und, jo. Können da nochmal so ein paar Sachen machen. Wie zum Beispiel, oh, Raketenstiefel. Krass. Das ist so geil. Okay, ist leider nur geradeaus. Aber trotzdem, wenn wir jetzt nach hier oben gehen. Ah, ich wollte auf den Zug gehen, aber es ist so schwer. Man bleibt immer auf der Seite hängen, aber nicht oben. Ja, das ist ein tolles Item. Das müsst ihr euch freispielen, also freikaufen. Denke ich mal. Oder zuerst freispielen, dann freikaufen. Und Sonic hat ja auch noch hier seine Runden. Den kann man hoffentlich doch noch stoppen oder so, aber scheinbar nicht. Also wir haben vieles versucht im Livestream, aber nicht geschafft. Da kommt er. Schade. Aber Sonic wollte ich trotzdem mal spielen können. Ich will ein bisschen herumrollen, bitte. Jo, das war's. Jo, das war eine kleine, ja, lustige Dinge, Gameplay. Ja, das Schlussfazit sozusagen für das erste DLC und das Hauptspiel. Und noch ein bisschen ausprobieren. Und falls ihr mehr wollt, eben schreibt in die Kommentare, was ihr wollt und ich mach's. Und ja, dann habt ihr vielleicht auch mehr Interesse natürlich wieder. Sehr gut. Okay, wir werden uns nochmals zerstören lassen von diesem Überwachungssystem. Ja, das war ein normaler Schuss. Zu einem anderen vielleicht, zu einem mehreren. Oh, Amboss. Und ein Flügel kommt noch runter. Irgendwann mal kommt ein Flügel. Das ist auch ein Amboss, liebes Spiel. Ich will aber. Ram ist. Ja, da ist das Flügel. Da ist der Flügel. Sehr gut. Also, dann hauen wir wieder ab. Das sind die Entwickler mit ihrem Tresor, weil sie von euch so viel Geld bekommen. Und ich freue mich schon auf das nächste DLC und dann Goat Simulator 4 und dann 5. Tschüss zusammen und viel Spaß noch. Tschüss.